Das ist ein richtiger Kombi mit der Größe ungefähr eines VW Golfs für sage und schreibe 18.790 Euro, aber mit richtig viel Ausstattung und, was ganz wichtig ist, mit 7 Jahren Garantie. Er kam raus im Jahr 2018 erstmalig und ist mittlerweile ein richtiger Verkaufsschlager. Ich dachte, Kombis wären tot, Pablo. Und du hast mir erzählt, ihr verkauft viele von denen. Genau, richtig. Wir fördern das Fahrzeug deswegen auch nochmal extra, um zusätzlich für die Kundenschicht nochmal was zu machen. Und dementsprechend haben wir uns dieses schöne Angebot heute dargestellt. Ja, es ist ein Sondermodell. Ist ein, was heißt Sondermodell? Wir haben eine einfache Ausstattung mit der Edition 7 Emotion. Einfache Ausstattung? Ich zeige gleich mal, was alles drin ist. Also für Kia-Verhältnisse einfach, oder? Also es ist eine Edition 7, das ist bei uns das Grundmodell. Der hat jetzt zusätzlich ein Emotion-Paket, was dann nochmal sehr, sehr viele Highlights mit sich bringt, die man gleich drin dann nochmal sehen werden. Also ein einfaches Modell mit vielen Highlights und Emotion-Paket. Und fangen wir mal an. Lederlenkrad. Lederlenkrad hat er. Lenkradheizung. Hat er? Elektrische Fensterheber. Hat er auch. Abstandstempomat. Hat er nicht. Hat er nicht. So, Tempomat. Tempomat hat er. Spurhalteassistent. Hat er auch. Hat er auch. Elektrische Fensterheber. Ja, hat er auch. Schon. So, dann mach mal auf bitte, dass wir das mal zeigen. Motor. Ist jetzt ein 1 Liter Turbo. Jetzt sagen sollen, hat er. Ja, so, ist der. Aber er hat wirklich viele Extras. Das bedeutet, zum Beispiel höhenverstellbarer Fahrersitz ist mit drin. Genau, den haben wir hier mit an Bord in der Edition 7. So, da ist jetzt ein Schaltgetriebe 6-Gang? Genau, wir haben ein 6-Gang-Schaltgetriebe, was auch gleichzeitig mit dem Motor sehr gut harmoniert. Und das Fahrzeug hier ist dazu auch noch sehr effizient mitzufahren. So, Klimaanlage? Klimaanlage ist inklusive hier im Angebot. Wir haben einen großen Display hier in der Mitte mit drin, der uns nochmal zusätzlich Apple CarPlay und Android Auto bietet. Das ist hier sogar kabelfrei, weil kein Navigationsgerät mit an Bord ist, ein vollwertiges. Wir haben ein Licht. Viele navigieren ja über das Handy. Genau, richtig. Das ist mittlerweile sogar eine sehr, sehr gute Sache. Wenn ich eine weite Strecke fahre, klemme ich auch meistens das Handy dran. So, es ist ein Benziner, das heißt, ich tanke Super E10. Wir können uns da gleich mal die Verbrauchswerte angucken. In 1 Liter, richtig? Genau, es ist ein 1 Liter. Turbo. Turbo aufgeladen. So, mach mal auf bitte, dass wir vorne mal reingucken. Dann zählen wir mal die Anzahl der Ansaugstutzen. Ich schätze mal, es sind 4. Nein, tatsächlich haben wir einen Dreizylinder hier mit an Bord. Der aber wirklich voll und ganz ausreicht. Für die Strecken, die man fährt und auch noch Tempos bis 160 zu fahren, ist der Motor hier absolut top. Also, der hat 100 PS bei einem Leergewicht. Wenn du mal kurz guckst, bitte, sagen wir so lieb. Was steht drauf? 1460. Das heißt, der geht auch ordentlich. Der hatte einen langen Gang drin, oder, für die Autobahn? Ja, der typische 6. Gang. Früher war es ja der 5. Gang gewesen, der lange Gang. Mittlerweile ist es der 6. Gang. Der brüllt nicht auf der Autobahn. Absolut. Wir haben eine sehr gute Laufruhe bei dem Fahrzeug hier. Trotz 3 Zylindern, was aber auch mittlerweile normal. Das hörst du aber nicht mehr, oder? Ab die 3 Zylinder. Die Zeiten sind vorbei. Ja, es gibt ja viele mit Zylinderabschaltung, die haben einen 4-Zylinder und 2, das kriegst du auch nicht mehr mit, wenn da irgendwas passiert. Viele Spritsparmechanismen sind eingebaut, aber ein echtes Highlight sind natürlich die 7 Jahre Garantie. Können die Leute das glauben? Also wenn die herkommen, 7 Jahre bis 150.000, die haben es ja schwarz auf weiß. Das ist ja eine Herstellergarantie. Genau, richtig, das ist eine vollwertige Herstellergarantie. Natürlich gibt es immer wieder die Aussage, dass Kunden das auch schon von anderen Automobilherstellern kennen. Das ist aber in der Tat nicht so. Kia hat 7 Jahre Herstellergarantie als einziger Automobilhersteller. Also keine Gebrauchtwagen-Anschlussgarantie oder Neuwagen-Anschlussgarantie. Stimmt ja gar nicht. Porsche hat das auch. Porsche hat bis 15 Jahre. Nee, das ist glaube ich, das andere Zeitmal auch extra. Das ist hier im Preis mit drin. Genau. Gibt es vielleicht auch bei anderen, aber oft gegen Aufpreis, oder? Genau, und vor allem ist es keine Neuwagen-Anschlussgarantie. Wir haben wirklich eine vollwertige Neuwagen-Garantie hier. Das ist das, was viele da verwechseln. Also das heißt, das ist eine Herstellergarantie direkt von Kia. Kia ist ein Weltkonzern, so viel kann man sagen, also der viele Marken hat. Aber das Kia-Entwicklungszentrum ist nochmal komplett eigen. Haben denn das jetzt hier kleine Leute aus Korea designt, das Auto? Oder? Das Fahrzeug hier ist tatsächlich in europäischer bzw. sogar in deutscher Produktion gewesen. Das Wobei ich gesehen habe, letztes Mal so eine Boygroup aus Korea, so klein sind die gar nicht mehr. Das ist sehr, also wie man so. Mit Kia sind wir aktuell auf der Welt der 8 größte Automobilhersteller. Das können die meisten Leute gar nicht glauben. Wir sind zwar auf dem deutschen Markt noch nicht so hundertprozentig dadurch vertreten, aber in vielen anderen Kontinenten. Weltweit, ja, krass, oder? Das ist Hammer.
Ich hätte selbst gedacht, Beispiel, ich gehört habe. Du fährst zum Beispiel auf die Philippinen, da ist zum Beispiel Firmen, die es hier gar nicht so groß gibt, ist Nissan zum Beispiel, Kia sowieso, da gibt es auch andere Marken, die man nicht so kennt. Die Autos müssen einfach halten da, das ist so. Das oder? Ist definitiv so. Man kennt es auch aus verschiedenen Urlaubsländern, wo man hinfährt und dort halt eben auch nochmal Kia so ein bisschen drauf achtet. Die Autos, die gibt es schon sehr häufig gegenüber anderen Automobilherstellern. Ist das jetzt ein vernünftiges Auto, was würdest du sagen? Das hier ist mehr als vernünftig, ne? Es ist jetzt kein Benziner, der unglaublich viel Sprit schluckt, um das von der Seite mal zu sagen. Wir haben ein Fahrzeug mit Laderaum, wir haben ein Fahrzeug mit einer guten Ausstattung mit drin. Der Jens hat eben so schön einfache Ausstattung gesagt. Das ist aber wirklich, bei Kia ist die einfache, in Anführungszeichen. Die ist schon geschrieben, sagen, die Kündigung, genau, für ihn, richtig, muss man sagen, weil einfache Ausstattung, wenn du das mit vielen, es gibt ja auch viele, die haben noch nicht mal das Fensterheber drin. Ja. Genau, richtig. Ja. Wir haben hier in der Serie dann praktisch schon elektrische Fenster vorne, hinten. Wir haben Leichtmetallfelgen mit drauf. Die getönten Scheiben, ja. Genau, richtig. Wir haben hier jetzt eine Sonnenschutzverglasung, ist jetzt keine Privacy-Verglasung, aber die kann man hier auch gerne machen. Die Reling ist dabei. Genau, der Reling ist inklusive. Wir haben eine Rückfahrkamera mit an Bord hier beim Fahrzeug. Eine Rückfahrkamera? Rückfahrkamera, wir haben Parksensoren hinten und wirklich einen sehr, sehr großen, voluminösen Kofferraum auch gleichzeitig. Was ich toll finde, ist diese manuelle Heckklappe. Das heißt, mit Gasdruckdämpfern, da kann nichts kaputt gehen? Genau so. Es gibt Kunden, ich hatte vor kurzem noch einen Kunden gehabt, der war hier gewesen, hat gesagt, bloß nichts Elektrisches mit der Heckklappe, später geht die nicht mehr auf. Und was ist, wenn mein Hund nicht mehr rauskommt? Muss man auch sagen, dass die meisten aber funktionieren. Also das ist jetzt nicht das Thema. Noch nicht den Fall gehabt hier. Ist das ein Mogelkombi oder geht da wirklich viel rein? Wir können ja mal einen großen Test machen. Ja, das lege ich mal rein. Genau, leg ich. Nee, mach mal bitte, wenn du mal so nett bist. Du bist 1,85 Meter, was bist du? Ja, genau. Genau, wenn du mal kurz mal umklappst, dass wir das mal zeigen. Weil der ist riesig. Und hier auch noch ein bisschen Verstauraum, ne? Stauraum überall für einen kleinen Einkauf hast du da, mal auf beiden Seiten, genau. Und mal bitte das Ladedingsbums wegmachen. Hier dieses, die Abdeckung. So, das ist ein Griff. Hat das einen festen Platz eigentlich bei dem Auto? Ja, tatsächlich. Das ist, ich finde das unglaublich genial. Das ist bei Kia wirklich immer wieder der Hit. Muss ich tatsächlich sagen, wir können das Ganze hier, wenn wir einmal hier Klappe 1 aufmachen und Klappe 2 aufmachen, ohne Probleme hier hinten drin. So, Koffereffekt, verstauen. Das sieht zumal mal gut verstaut. Man muss nicht in der Garage suchen, wenn man es da macht. So, und da kommt das Ding noch drauf, genau, ne? Genau, richtig. Mach mal drauf. Denn was das Wichtigste ist, der Janis geht jetzt mal rein. Nicht, dass du mir gleich mal einschläfst, bitte. Bitte steig mal rein, denn ja. Der ist so tief, dass du auch einen kleinen Urlaub drin machen könntest. Genau, geh mal ganz rein. Hier können wir eine Matratze reinschmeißen und du könntest Camping machen, oder? Das war eben mein Gedanke gewesen, Sven. Also auch wenn man ein Kissen auf jeden Fall bequem. Genau, wenn ich noch mal reinlegst, gerade mal, sei mal so lieb, mal komplett lang machst, weil ich brauche ein Startfoto, dass wir das nehmen. Boah, hat der lange Beine, guck mal. Ja. Okay, du darfst wieder raus. Geil. So, der hat hier Einkaufswagenhalter, hat er mit drin? Genau, richtig. Einkaufswagen bzw. Einkaufstütenhalter. Einen Einkaufswagen würde ich dort jetzt nicht unbedingt festmachen. Den Einkaufswagenhalter, ja, 12-Volt-Steckdose. Genau, richtig. Haben wir hier auch mit an Bord. Also das Fahrzeug ist ideal für wirklich einen Urlaub zu fahren, auch mal für was zu transportieren, was zu laden. Tipptopp. 18.000 für ein doch recht voll ausgestattetes Auto, was du ja als, wie hast du es genannt, einfach? Ist die einfache Ausstattung allerdings. So, was wäre denn bei den größeren noch? Zum Beispiel Automatikgetriebe? Zum Beispiel ein Automatikgetriebe, ein adaptiver Tempomat, sämtliche Assistenzsysteme, was jetzt halt eben ein bisschen spezieller ist. Du hast ja schon einiges. Du hattest auch schon einiges, genau. Also das ist. Kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Du hast gesagt, das ist ein einfacher. Was soll's. Aber was er sagen wollte, ist, es gibt noch welche, die noch ein bisschen besser ausgestattet sind. Und so hat man wenigstens den Cliffhanger dazu, dass wir sagen können, okay, wir gucken uns das Auto mal von innen an. Janis, wenn du mal so nett bist, mal vorne zumachst, den Motorraum, dass wir mal rausgucken können. Er hat fast sensationell eine Rundumsicht. Also da hat Kia unglaublich Wert drauf gelegt, dass du fast jede Fläche wirklich gut hast zum Raussehen. Er hat hinten eine C-Säule, die ist ein bisschen größer, aber ansonsten Kamera, wenn du die mal gerade anmachst, dass man das mal sieht. Also eine Rückfahrkamera ist mit drin, Serie. Genau, richtig. Wir haben hier eine Rückfahrkamera immer mit an Bord. Hier auch nochmal eine schöne Rückfahrkamera. Ich deaktiviere mal den Parksensor. Wie man sieht, ist das Ganze hier sehr gut aufgestellt. Zusätzlich kann man auch noch, wenn man das Fahrzeug startet, ja,
hier den Lenkwinkel mit beeinflussen. Also das ist keine starre Kamera, die einfach nur fest hier steht. Die Kamera ist dorthin sichtlich flexibel. Ne? So, R wird angezeigt, da ist unser 6-Gang-Schaltgetriebe. Wo ist der Jannis? Steig mal hinten ein, bitte. Ja. Dass wir den mal auch mal interviewen können. Fahrzeug ist im Moment nicht sofort. Ihr habt ein paar da, aber die Fahrzeuge, von denen wir jetzt reden, das sind Bestellfahrzeuge. Genau, richtig. Wir wollen uns für dieses Jahr aufgrund der Situation, dass wir nichts direkt liefern können, unsere Angebote trotzdem beibehalten. Und hier mit dem Kia Ceed Sportswagen haben wir uns ein Auto ausgesucht, was bisher immer Brot- und Buttermodell gewesen ist, was immer so zwischendrin auch mal gegangen ist und auch nochmal gesondert gefördert wird. Gut, Preis? Das heißt 100, was war es, Finanzierung? Genau, wir haben 18.790 Euro Barkaufpreis brutto, sprich da geht auch nochmal die Steuer raus und alternativ als Finanzierungsrate 189,90 Euro ohne jegliche Anzahlung. Okay, ist das so ein Preis, Finanzierung ist das jetzt, bei dem ich sagen kann, ich übernehme es anschließend, geht das? Natürlich, das geht. Wir haben hier eine Zielfinanzierung über 36 oder 48 Monate, muss ich gleich nochmal genau schauen. Und die Finanzierung hier ist danach weiter zu finanzieren. Das Fahrzeug kann man zurückgeben oder man kann halt eben auch das Fahrzeug behalten. Das heißt, es ist so gerechnet, wenn ich das Auto einfach zurückgebe, muss ich dann noch was bezahlen, wenn da keine großen Schaden dran sind? Nein, das ist eine reguläre Zielfinanzierung mit einer gewissen Kilometerlaufleistung gerechnet. Die Kilometerlaufleistung hier sind jährlich 10.000 Kilometer. So, flansch mal hinten rein, bitte mal in die Ecke. Jannis, das Kind müsste, jetzt mal. 1,80 Meter. Ein kleines bisschen nach vorne. Da nämlich nicht. Zeig mal gerade. Ist das jetzt okay für dich? Also tatsächlich, Sven, du wirst jetzt lachen. Ich könnte es noch ein Stückchen zurück machen, aber das wird auch anders gehen. Ne? Also ich bin ein Mensch, der relativ im Auto liegt. Ich muss ja sagen, ihr würdet vielleicht auch nicht so jetzt aufs Schalke-Spiel fahren. Wahrscheinlich nicht. Ihr würdet beide nebeneinander sitzen und die Kids wären hinten. Schalke sowieso nicht. Schalke eh nicht, was? Bayern? Nee. Was denn? Hamburg? Nee, ich bin mittlerweile gar nicht mehr fußballaffin. Oder Jannis, du bist doch regelmäßig auf Fußball. Was denn? Also Bayern auch, ja, aber ich mittlerweile, aber das darf man hier im Saarland. Nee, das darf man hier im Saarland nicht. Nee, sag. Das ist Bremen. Die Grenze, der grenznahe Verein. Kaiserslautern. Echt? Ja, ja. Die sind jetzt in welcher Liga? Sind die? Drei? In der dritten Liga, ja. Ach, und Dings aber jetzt auch? Aber zweiter Platz. Und Dings jetzt auch, ja. Saarbrücken. Saarbrücken auch, ja, in der dritten. Ja, klar. Also die spielen bald gegeneinander. Die sind ja beide oben, ja. Hast du schon Karten hier für Saarbrücken? Gibt noch keine. Aber die werden weg sein, oder? Kommt demnächst. Ja, ich denke, das wird ausverkauft. Wenn es geht, dann wahrscheinlich ausverkauft, ja. Krass. Nee, lass uns nicht über Fußball reden. Nee, cooles Auto. So, wir sind in Saarlouis. Ihr seid bodenständig. Euren Laden gibt es schon ewig. Ich glaube, über 60 Jahre. Genau, richtig. Wir hatten vor 3 Jahren das 60-jährige Jubiläum gefeiert. Dieses Jahr sind es 63 Jahre. Autohaus Klein mit Toyota und Kia. Und du bist schon wie lange dabei? Ich bin jetzt 4 Jahre hier im Autohaus und du? Dabei. Bin jetzt seit 5 Jahren dabei. Seit 5 Jahren. Trotzdem ist er dein Chef. Ich habe hier die Ausbildung hier gemacht. Hat Ausbildung gemacht und, genau, und da ist schon ein bisschen länger fest angestellt. So, und eben noch der Running Gag, Berufsschulzeugnis 1,0 bei der Ausbildung. War das schwer, die Ausbildung? Es geht tatsächlich, wenn man sich ein bisschen dahinter klemmt. Und geht das? Du fährst selber Kia privat? Ich fahre auch selber Kia. Was fährst du? ProSeed, den Vorgänger aus ProSeed. 2017. Ja. Sehr schön. So, ja, cooles Auto. Das heißt also fast schon langweilig, wenn es in Sachen Werkstatt und Reparaturen geht. Denn ich sag mal, ist da viel zu machen? Geht da viel kaputt? Habt ihr Motorschäden am laufenden Band? Bei den Fahrzeugen tatsächlich gar nichts. Der 1-Liter-Motor mit 100 PS wird schon länger konzipiert von Kia. Und wir haben bisher relativ wenig Beanstandung bzw. gar keine. Also es geht leider nichts kaputt. Deswegen geben sie wahrscheinlich auch 7 Jahre Garantie. Genau. Ist ja gemein. Da sollten sie lieber ein schlechteres Auto bauen und weniger Garantie geben. Soll es ja auch geben. Aber es sind wirklich langlebige Autos. Wenn ich den unbedingt mit DSG, also mit Doppelschaltgetriebe haben möchte, geht das? Natürlich. Doppelkupplung. Ja. Wir können natürlich jedes Wunschfahrzeug, jedes Modell hier in der Wunschkonfiguration auch mit einem genialen Preis zusammen anbieten, ganz klar. Das hier ist jetzt aktuell nur mal das bewertete Fahrzeug bzw. das Demo-Fahrzeug. Komm, wir filmen mal gerade die Finanzierung ab, dass wir es haben. Also, ein Radio ist mit drin, das Soundsystem ist auch ganz okay. Das Beste ist, ihr guckt euch das mal an. Der hier steht, ist auch der, den die Leute später kriegen, oder? 1:1 das gleiche Fahrzeug. Wir würden ja auch den hier verkaufen, aber es geht leider nicht, sonst haben wir keinen mehr zum Zeigen. Zum Zeigen. So, und zeigen ist wichtig. Probefahren geht auch mit dem? Natürlich, wir haben die Variante auch zum Probefahren da. Das Fahrzeug hier, wie gesagt, ist in der Aktion, die aktuell bis zum 30.03.2022 befristet ist. Ne? Also noch 2 Wochen. Genau, noch 2 Wochen. Aber
vermutlich auch noch 4 Wochen danach verlängert wird. Also wenn bis 30.04. Also ruft an, die Rufnummer bei euch? Ist die 068 31 940 30. So, und das ist 0%, richtig? Nehmen wir hier 1%. 1% Finanzierung, also muss ich das doch auf 48 Monate, wie ich eben gesagt hatte. Und wir zahlen effektiv Zinsen in diesen 4 Jahren noch keine 600 Euro. Sag mal hier, 5,8 Liter, kann man das hinkriegen? Auf jeden Fall, das geht tatsächlich. Man muss halt immer sagen, jeder Fahrer ist anders, aber 5 Liter sind real. 5,5 Liter, ja, aber am 15.03. ist doch alles anders. Du bist auf der Autobahn, ich bin... Auch witzigerweise, du fährst, wo 60 ist, 60 und keiner drückt mehr von hinten. Ist interessant, oder? Kurz hängt unter oder in einer Sache am Spritpreis, klar, aber auch die Blitzer sind teurer geworden. Das muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube, es ist der Spritpreis, weil natürlich ganz viele auf der Autobahn fahren jetzt auf einmal 100. Ja, das ist aber bei 2,30 Euro, die man mittlerweile zahlt, teilweise an Tankstellen. Das macht doch viel aus. Also ist krass, wenn du wirklich sparsam fährst, wie viel das ausmacht. Also ist teilweise ein Drittel weniger, oder? Ja, es gibt ja mittlerweile, gibt es auch zum Beispiel Fahrschulen, die sowas auch trainieren zum Beispiel, wo man sowas dann auch mal anfragen und austesten kann, wie man am besten Sprit spart. In meiner Jugend gab es Fahrschulen, die haben dir gezeigt, wie der... ich sag mal, möglichst viel Sprit verbraucht hast, ja, indem du an der Ampel Gas gabst und so weiter. Nee, das war eher Spaß, aber es gab ja so Rennfahrschulen und die gibt es ja vielleicht heute auch noch, aber Thema Spritsparen und Spritsparen zu sein, 3 Zylinder, gibt ja viele, die arbeiten gerade jetzt aus Fernost mit Saugmotoren. Euer Konzept ist also niedriger Hubraum, Turbo, trotzdem 7-Jahr-Garantie. Genau, richtig, also die vollwertige Herstellergarantie über 7 Jahre und wir haben hier wirklich von Geben her, vom Motor her, ein relativ kleines Konzept. Wir haben 3 Zylinder mit 100 PS Turbo aufgeladen, der wenig CO2 ausstößt und dadurch auch sehr spritsparend und CO2-arm ist. Janis, wie wird denn das geschrieben, Janis? Gibt es ja 1000 Schreibweisen. Ja, J-A-N-N-I-S. J-A-N-N-I-S, dein Nachname? Sevenich. Sevenich. Janis Sevenich und Pablo? Bart. Bart. Vom Autohaus Klein in Saarlouis. Komm, wir gehen nochmal vor die Tür. wir gehen mal vor die Tür. Denn wir wollen mal zeigen, heute tatsächlich drehen wir am 15. März, der Tag des Sahara-Sturms, aber da geht es gar nicht drum. So kann man nämlich schön sehen, wer aus Saarlouis kommt. Ich glaube, dem braucht man nicht erklären, wo ihr seid. Ihr seid aber direkt an der Autobahnauffahrt. Das heißt, egal wo man herkommt, Leute kommen von weit her, oder bei euch? Ja, deutschlandweit würde ich sogar sagen. Deutschlandweit, also weiteste Auto, was man tatsächlich mal verkauft hatten, wenn das ging Richtung Sylt oder auf Sylt. So ist es. Kia Motors, Auto aus Klein. Ihr seid schon lange Kia-Händler jetzt? Auto aus Kleiner, dafür ziemlich groß, gell? Achso, nee. Ihr seid schon lange Kia-Händler jetzt? Genau, 5 Jahre sind wir jetzt Kia-Händler und haben wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung mit Kia mittlerweile. Also Kia ist für uns ein sehr, sehr gutes Streckenpferd hier im Autohaus. Sind auch unglaublich groß geworden. SUVs war ja ein Megathema. Die bieten aber alles, glaube ich, vom Kleinstwagen bis zum ganz Großen. Genau, richtig. Wir fangen beim Kleinstwagen an. Fahrzeuge in dem Segment, wo mittlerweile nicht mehr viel zu haben ist, bis hin zum Größten, den sehen wir jetzt hier links. Der Sorento. Genau, richtig. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, Janis. Und vielen Dank, Pablo. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie vorbei in Saarlouis in der Wallerfanger Straße Nummer 102. Danke. Tschüss.